warnen kann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist mal wieder Wochenende und das heißt, wir schauen uns mal wieder absolut sinnlose Clips zusammen an. Ich freue mich ja riesig und wir starten auch direkt rein. Mi primera chamba. Hey, bevor ich jetzt hier sehe, was passiert, sobald ich schon diesen Song höre, weiß ich, es kann nicht gut enden. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Ja, perfekt. Das wird sicherlich eine geile Aufnahme für das Video werden. Wie man sieht, der Kameramann macht das nicht zum ersten Mal. Der ist ein Profi bei der Arbeit. Wie stumpf er da einfach stolpert und diesem Grinch sein Licht in die Fresse haut. Cooking Burger on two PS4s? Alright, we got double PlayStation so we can cook the Bubba Burger. Bubba Burger? Oh mein Gott. Auch noch die doppelte PlayStation. Da weiß man eigentlich schon, das wird ein guter Burger. Bubba Burger on. Alright, 15 minutes in, let's check. Oha! Das ist schon wirklich gut gegrillt. 15 minutes in, let's check. Alrighty. Alright, let's see if she's ready to flip. She's ready to flip. Alright, an hour and a half in, let's see if she's good. Oh, she's good, let's check the middle. Looks good to me, baby. Ja, also erstmal ist eigentlich ganz nice so, dass du dir den Burger auf deiner PlayStation machen kannst, beziehungsweise auf der Double PlayStation. Und zweitens, ja, der Burger sieht echt nicht so aus, als wäre er schon gut. Das Ding ist noch am Leben innen drin. Ja, weiß nicht, das ist mir dann doch ein bisschen zu raus. Stell dir vor, du bist so bei deinem Homie und er sagt so, yo, hast du Lust auf Burger? Und du sagst dann, ja, natürlich, klar, wieso nicht? Und auf einmal siehst du, wie er 2 Meter neben dir plötzlich auf seiner PlayStation dir deinen Burger macht. Lass es dir schmecken. Und lass es dir genauso schmecken wie dieses kleine Kind bei diesem Eisverkäufer hier. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Ganzer Tag gelaufen, wenn sowas passiert, ne? Da sieht man mal wieder, das Leben ist unfair. Er wollte eigentlich nur was Gutes tun, dem Kind ein Eis geben, sich extra rüberbeugen und er wird trotzdem bestraft vom Leben. Oh Mann, ist das gottlos. Da lohnt es sich ja eigentlich gar nicht zu arbeiten. Und genau das dachte sich er hier auch. Jay Lewis, was ist Jay Lewis? Oh Mann, bitte. Und dann frage ich mich vorne wirklich noch, warum ich 20 Minuten auf meinen verf***ten Cheeseburger warten muss, wenn sowas hinten in der Küche abgeht. Let him cook. Ja, er hat halt seine Prioritäten anders gesetzt. Ja, was soll man tun, ne? Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, würde ich den ganzen Tag dort hinten in so einer richtig abgeranzten, stinkenden, verschwitzten Küche stehen. Ich hätte auch keine Lust mehr normal zu arbeiten, ich sag's euch ehrlich. He's onto something. Oh, oh, oh. Also werden wir jetzt hier wieder jemanden erleben, der am Gucken ist. What are you doing? Okay, ich sag ehrlich, hat stark angefangen, aber auch sehr stark nachgelassen. Der erste Trick war ultra, ultra, ultra geil. Und das danach war halt, ja, reingeschissen. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, wie es aussieht, wenn eine Katze Seiten auf Null bekommt? Oha, wie viel Fell hatte die denn an sich? Na, das ist ehrenlos. Ey, die arme Katze. Oh Gott, die wird es halt selber nicht wissen, aber sie sieht gerade wirklich absolut reingeschissen aus. Was hast du mit deiner Katze gemacht? Das ist eigentlich schon Tierquälerei. Ey, guck dir mal bitte, wie die Arme aussieht. Das sieht so gruselig aus, ne? Davor war sie so eine richtig süße Katze und jetzt einfach nur, weil sie Seiten auf Null bekommen hat, ohne Übergang, sieht sie jetzt so... Ja, keine Ahnung, Mann. Das sieht wirklich aus wie ein anderes Wesen von einem anderen Planeten. Ich würde Angst bekommen. In der Nacht würde sie auf mein Bett steigen und versuchen, mit mir zu kuscheln im Dunkeln, oder? Ich würde mich erschrecken und die Katze wegwerfen. Therapeut, du solltest früher ins Bett gehen. Ich um 3 Uhr in der Nacht. Ja.
Also ich sag ehrlich, ich find's gut, dass du dir Hilfe holst. Weil wer sowas in der Nacht um drei macht, der muss wirklich mal öfters zum Therapeuten gehen als nur einmal in der Woche. Was ist denn das? Wie kommst du überhaupt auf diese Idee? Bro, das ist echt richtig abgefuckt, Mann. Das ist wirklich richtig gruselig. Und ja, wo wir gerade schon so bei weirden, gruseligen und cringen Dingen sind, ich bin mal wieder auf diese komische Roblox-Szene auf TikTok gestoßen. Und was ich da mal wieder gefunden habe, ist echt eine andere Welt. Hey. Ja, Lara, ich weiß. Warte kurz, muss auflegen. Love you. Also ich habe gerade. OMG, kennen wir uns? Du bist ja immer noch am Handy. Hey, es ist 14 Uhr. Und ich darf wohl am Handy sein, lol. Aber wie bist du hier reingekommen? Schau doch mal, wie spät es ist. What the f***, was schaue ich mir hier gerade an? Wie bin ich jetzt auf dieses Roblox-Rollenspiel gekommen? Wie? Was ist passiert? Und warum sieht dieser Typ so aus, als würde er sie gleich klären wollen? Bro, chill mal, es ist nur ein Game, okay? Es ist nur ein Spiel, das ist nicht echt. Wie spät es ist. Weißt du, was wir jetzt machen? Okay. Hey, was passiert hier gerade? Was hat dieser Typ hier vor? Der will sie einfach klären. Ey, ey. Was? Oh, mach nicht das Gesicht. Ah, Hilfe. Du legst dein Handy zur Seite? Nein, mein Handy. Und gehst schlafen. Warte, hole kurz was. So. Was wolltest du nochmal? Sie hat sich einfach ein Stück Pizza aus dem Kühlschrank geholt. Als ob sie so Hunger hätte. Ja, sie hat Hunger, ne? Ach, oder was ist das denn? Und morgen. Okay. Ach so. Da werde ich dich wiedersehen. Höhehilfe, was zum... Yo, what the f***? Wo holt er jetzt die Axt her? Ach, ich höre einfach auf, Fragen zu stellen. Das bringt doch sowieso nichts. Also ohne Witz, nachdem ich das jetzt schon wieder gesehen habe, habe ich echt gar keinen Bock auf das Wochenende. Das hat mir gerade schon wieder den kompletten Spaß genommen. Wer auch immer diese Videos erstellt und wer auch immer das feiert, sucht euch ernsthafte Hilfe oder hört einfach mal auf, das Handy zu benutzen. Ja, und es wird noch schlimmer. Schaut mal, hier wird einem Roblox-Spieler seine Freundin ausgespannt im Spiel von einem größeren und besser aussehenden Typen. Ey, über was reden wir hier gerade? I guess I'll just have to show you what you're missing. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh Gott, ich kann nicht mehr. Bitte, bitte, macht einfach jemand, dass es aufhört. Auf einmal ist er krass geworden, ne? Auf einmal ist er der Heftige und hat jetzt dicke Muskeln bekommen und einen, guten Körper. Ja, Mann. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. Richtig gut trainiert, Bro. Du hast richtig durchgezogen. Du bist Giga-Chat geworden auf einmal. Ja, er hat sich seine Freundin wiedergeholt. Und tatsächlich 6 Monate später sah es so aus. I lost a baby, by the way. Ja, natürlich. Sie hatten Kinder in Roblox bekommen. Ich frag mich auch gar nicht mehr. Ich glaube, das macht es einfacher, wenn man es einfach nicht hinterfragt. Man lässt es einfach geschehen. Das Beste ist einfach, es zu ignorieren. Und das werde ich ab jetzt auch tun. Ich zeige meinen Eltern, was für Musik ich mache. Okay, ich bin gespannt. Okay, vorab erstmal gesagt, Musikgeschmack hin oder her, aber wer sich sowas wirklich so im Privaten zum Chillen reinzieht, der hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist keine Musik mehr. Ja gut, obwohl, wenn ich irgendwo mit meinen Jungs auf 1-2 Promille irgendwo am Party machen bin und diese Musik läuft, dann gehe ich auch absolut retarded auf den Beat. Aber nüchtern, im klaren Zustand würde ich mir sowas niemals geben. Und die Reaktion der Eltern sagt alles. Der Vater ist so enttäuscht. Vor ein paar Jahren hat er noch gedacht, sein Sohn wird später mal ein Doktor oder, ja, irgendwas Cooles. Und jetzt sitzt er auf der Couch mit ihm und er zeigt ihm diese Musik. Ey, ja, ich kann's absolut verstehen. Ich wäre auch geschockt, würde ich das hören von meinem Sohn. Tutorial: Wie bewegt man einen Donut von einer grünen Schale in eine blaue Schale? Wow, danke.
Mir wurde gerade in diesen 10 Sekunden mehr Wissen beigebracht als in 12 Jahren in der Schule. Korrekt, Mann. Und ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt auch endlich, wie ihr einen Donut von der grünen Schale in die blaue Schale bekommt. Ja, gut, vielen Dank. Das hat mein Leben echt verändert. Und wisst ihr, was euer Leben auch verändern wird? Wenn ihr ein Like auf diesem Video da lässt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.